meine lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen im 23. Türchen meines Highlights Adventskalenders. Und wir stehen jetzt nur noch ein Türchen mit dem davor entfernt, an Heiligabend zu sein, beziehungsweise auch an Weihnachten. Und ich möchte gar nicht schon wieder sagen, wie irre ich es finde, dass jetzt echt schon der 23. Dezember ist. Ich hoffe, ihr habt alle Geschenke, alles ist verpackt, alle Postpakete sind verschickt und dass die Vorbereitungen für das Fest morgens soweit auch schon getroffen sind. Heute möchte ich euch ein sehr kurzfristiges Highlight in diesem Jahr vorstellen, nämlich Wer ist Edward Moon von Sarah Crossan. Ein Buch, das ich selbst jetzt auch im Grunde erst die Vorwoche gelesen habe. Ich habe mir ja für den Adventskalender ein bisschen einen kleinen Puffer von 2-3 Türchen offen gehalten, sollten phänomenale Highlights im Dezember dazukommen und habe natürlich schon so eine Liste überhaupt mit den Highlights, aber dieses Buch hat mich total irre zurückgelassen. Es ist eine Empfehlung von der lieben Anka. Es war auch Teil ihres Blind Booking irgendwas Aktion und ich habe dieses Buch sozusagen auch blind gekauft, hatte aber schon eine Vermutung, dass es sich darum handeln kann. Wir haben hier ein Jugendbuch, das auch den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen hat von der Jugendjury in diesem Jahr und ich finde auch absolut verdient. Denn Wer ist Edward Moon? Sieht als Cover jetzt ja relativ harmlos aus und man denkt sich so, ja, es ist halt ein Jugendbuch, aber nein, es steckt ganz, ganz viel da drin. Nicht nur Tiefgang und eine wahnsinnig spannende Geschichte, sondern viel Emotion, viel Wut, viele Fragen, die einem keiner beantworten kann. Und das alles in einem Jugendbuch fand ich wirklich großartig. Und es hat mich am Ende zerstört zurückgelassen, aber so ein kleiner Funke Hoffnung und Lebenswunsch ist sozusagen geblieben. Ja, wir treffen hier nicht, wie der Titel verraten lässt, eigentlich auf Edward Moon, sondern begleiten seinen Bruder Joe. Denn Edward Moon ist vor einigen Jahren ins Gefängnis gekommen. Er soll jemanden umgebracht haben und sitzt nun im Todestrakt sozusagen irgendwo in Texas, wenn ich mich recht erinnere. Und in den letzten Tagen, dem letzten Monat, bis dann eben der Termin der Hinrichtung ist, möchte Joe eigentlich seinen Bruder kennenlernen. Sie hatten kein so recht leichtes Leben. Der Vater ist früh verstorben oder gegangen. Die Mutter war auch nicht immer ganz so einfach und es gab dann auch noch eine Tante, die ihnen das Leben nicht wirklich leichter gemacht hat. Und so erfahren wir ein bisschen was von dem Leben der Kinder. Es gibt auch noch eine Schwester in dem Dreierbunde und erfahren so, wie ihr Leben im Grunde abgelaufen ist in der Zeit, wo jetzt Edward im Gefängnis saß, wo er jetzt auch verschiedenste Einsprüche gegen sein Urteil erhoben hat. Und natürlich wird auch jetzt am Ende noch gekämpft, dass eben das aus der Hinrichtung im Grunde ein lebenslänglich wird. Und da begleiten wir in den letzten Tagen Joe. Und das klingt jetzt erstmal vielleicht tatsächlich relativ banal und ist nicht unbedingt eine Geschichte, die man das erste Mal liest oder davon hört. Aber Sarah Crossan schafft es hier mit einer Intensität und Wucht und wahnsinnig gelungenen Worten wirklich in die Gedanken von Joe hineinzugehen und uns diese einfach zu präsentieren. Es ist kein gewöhnlicher Roman. Wir haben hier wirklich Gedankengänge mehr oder weniger aufgeschrieben. Es gibt auch Seiten, die nie unbedingt eine ganze Seite füllen. Es ist wirklich eine Erzählung, die wir von Joe hier bekommen und der uns im Grunde tatsächlich einfach an seinen Gefühlen, an seinen Gedanken, an Gesprächen teilhaben lässt. Es ist nicht in Form eines Tagebuches, es ist schon erzählerisch gemacht, aber das Ganze hat für mich wirklich so eingeschlagen in meinen Gedanken, in meinem Kopf, wie ich es selten erlebe. Es hat mich wirklich durch die Mangel genommen, es hat mein Herz rausgerissen und es hat einfach diese besonderen Fragen gestellt, die man sich in Verbindung mit der Todesstrafe eben auch einfach stellen sollte und stellen muss. Und jetzt kann man das gut finden, schlecht finden, das ist komplett egal, denn wir erfahren hier drin einfach, wie es den Angehörigen geht mit jemandem im Todestrakt und wie sich das anfühlt, wie die Gespräche ablaufen, wie die Gefühle sind und wie es einem einfach mit diesen Entscheidungen geht, die jemand anders trifft. Wir haben auch noch eine sehr andere, spannende Perspektive hier mit drin, also nicht Perspektive, aber wir lernen jemanden kennen mit Joe, deren Perspektive, sagen wir es so, ich mega spannend fand und das Ende hat mich wirklich sehr, sehr zerstört. Ich habe wirklich Tränen vergossen und es hat auch noch sehr nachgehallt in den letzten Tagen. So lange ist es jetzt gefühlt noch nicht her, deswegen fehlen mir jetzt wahrscheinlich auch tatsächlich noch die Worte. Aber
Und das hat dieses Buch definitiv für mich auch geschafft. Es lässt mich hoffnungsvoll zurück und mit einem wunderbaren Gedanken, dass man das Leben eben einfach jetzt leben sollte und man weiß eben nicht, was passiert. Und das hat für mich Sarah Crossan wirklich großartig gezeichnet. Wirklich ein Highlight, das ist absolut verdient, einer der letzten Plätze in diesem Jahr hier in diesem Adventskalender zu füllen. Und ich bin Anka sehr dankbar für diesen Tipp, für diese Aktion und dass ich jetzt noch dazu gegriffen hatte und mein Riecher für Highlight sozusagen noch richtig gelungen war und ich sozusagen noch zu dem Buch dann auch gegriffen habe. Und das war es jetzt auch schon, das 23. Türchen. Wirklich irre, wie die Türchen sich verbraucht haben. Ich hoffe, ihr habt heute einen schönen Tag vor dem eigentlichen Feste, vor den Feiertagen. Lasst euch nicht mehr stressen und morgen sehen wir uns dann im letzten Türchen. Lasst es euch gut gehen, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.